Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 mit den Necrons. Und ich musste gerade nochmal neu laden. Ich habe voll Scheiße gebaut. Ja. Kann ich euch gleich nochmal erzählen, wenn es dann soweit ist. Ich warte nochmal eine Runde, aber ich glaube nicht, dass das Chaos jetzt Eier bekommt und gleich den Gegenangriff macht, auf den ich ja eigentlich schon sehnsüchtig warte. Ich habe jetzt schon jetzt zwei Runden weitergemacht. Wir waren letztes Mal bei Runde 9, sind wir schon bei Runde 11. Und die kommen hier einfach nicht aus dem Knick. Alle beide. Alle beide. Tja. Hätte vorhin diese angegriffen. Das Problem ist, man kann ja die Leute, gibt einen Button, Leute wieder auferstehen lassen. So, und das Schiff macht irgendwie gar nichts. Schritttempo, die ganzen Fähigkeiten sind aus. Und man muss einfach mit auf das Icon so eine Faust klicken. Und das habe ich nicht gerafft. Und in der Zeit wurde ich quasi auseinandergenommen und habe die Mission verloren. War recht ärgerlich. Wir versuchen es jetzt mal hier. Void Worlds. Mit dem System. Ah, fast gleich stark. Und dann haben die noch ihre Verteidigungsplattform. Das Doofe ist halt bei beiden Systemen. Der Sektoren, na egal. In beiden Bereichen haben sie ja schon ihre Verteidigungsplattform und halt diese Geschichte, dass ich nur zwei Einheiten reinbringen kann. Und das ist gerade mein Problem, ne? Sonst könnte ich schnell eine dritte Armee irgendwie erstellen und quasi dann mit Überzahl in den Kampf marschieren. Das können wir quasi nicht, da fehlt uns einfach der Ruhm für. Und ja, jetzt haben wir eine Schlacht definitiv, wo wir, ja, nicht in Überzahl sind. Und zwar hier dieser Button. Engramm Regeneration. Der gesamte auf das Schiff einwirkende Enter-Schaden wird um 1 gesenkt. Zum Ausgleich wird die Geschwindigkeit des Schiffes um 50 und die Nachlade und das alles. Ja, das habe ich bei allen irgendwie gemacht und weil ich alle so markiert hatte und das war irgendwie mein Untergang, bis ich das gerafft habe, dass man auf das Icon dann jeweils klicken muss, war es schon um mich gekommen. Und ich merke schon, die machen nicht so richtig viel Schaden gegen Station oder so. Oh, Schleichfahrt. Und spul ein bisschen vor. Ich weiß ja nicht, wo der Feind ist. Als nächstes gehe ich in den Nebel. Da kommt da. Er ist quasi im Nebel. What is your command? Inevitable. How may I serve? Ich muss mit dem Kettenblitz üben. I am the Dynasty Spear. So. Inferior vessel sighted. Ihr dürft alle frei schießen. Ich versuche jetzt absichtlich die irgendwie zu umzingeln. So, warte mal, Kettenblitz. Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht, hat aber Spaß gemacht. Wave of Death.
Oh, jetzt sind wir zu nah an die Station gekommen. Wir müssen unbedingt. Auch meine Skarabeus-Schwärme. Hier diesen Button. Meuterei gestoppt und. Attacke, alle Mann. Alter, Waffe zerstört. Mach die doch mal tot da. Ah, sie sind im Nebel. Katze? Achso, alles gut. Ich hab's gehört. Na, ja, Waffe zerstört. Wir müssen erstmal die Schiffe wegballern, glaube ich. So, erstmal das da, genau. Auf den Antrieb. Wo ist der andere? Jäger los. Der kann noch nicht. Oh, was du machst, du bist irre. Skarabeus Schwarm. What is your command? Ja, ihr solltet den Schwarm ja auch was von haben, ne? Ich teile ihn ja gerne mit euch. Kettenblitz. Ready to serve. Drop void anchors. Schön, das macht's, das war klug. Reaching engagement velocity. Das war klug. What is your command? Einfach stehen bleiben und er mit seiner eigenen Geschwindigkeit. Du kommst nicht zurück, mein Freund. Blitzschlag. Du musst sterben. Deck beschädigt. Er versucht das schon wieder abzuhauen. Ich kann es diesmal nicht verhindern. Schade. Ups, das war ein bisschen doof. Angriff. Ach, das ist noch ein Schiff. Wir haben Verstärkung bekommen, die Schweine. Nee, aufklären. Nichts gemacht. Scheiße, ich habe mich verklickt.
I serve your glory. They are doomed. Erstmal wieder die Antriebe zerstören. What is your command? Aber mir gehen die Kettenblitze aus. Was ist das denn da für ein Strudel? Cool. Das sind wahrscheinlich nochmal die Doomjäger da. Kommst du mal ein bisschen näher? All power to motive units. Ready to serve. What is your command? Kommt in meinen Heilbereich, Mensch. I am the Dynasty Spear. Boarding successful. Frayed ones are feasting. How may I serve? Na komm, mein letzter Kettenblitz. Oh, er war zu früh, er war zu früh, er war zu früh. Ach, scheißen Dreck. Voll verschwendet den letzten. Er will einfach nicht sterben, der Kerl. What is your command? Den zieh ich zurück, der ist eh gleich tot. Frontwaffen. Gekennzeichnet Feuer. Leider haben wir keinen Skarabeus-Schwarm mehr, aber ich finde die echt cool. Nicht nur vom Effekt sehen die gut aus, sondern auch spielerisch machen die absolut Sinn. Aber irgendwie. Ah, hier. Adopting defensive protocols. Komm mal ein bisschen näher. Du hast noch Blitzschlag. Ein Doomjäger schicke ich nochmal los. We are death. Und seitlich bitte. Engaging weaponry. Zerstört die Waffentürme. Vier Türme hat er noch. Drei. Ich habe wohl keine Verstärkung mehr dabei. Oder noch zu wenig Punkte. Den müsste ich eigentlich direkt mal wegschicken, aber. What is your command? I serve your
Was machen die überhaupt? Nur abfangen oder was? Das ist nur ein Jagdgeschwader. Also doch eher nur zu verteidigen. Keine Bomber. So, Frontbewaffnung. Erstmal auf den, damit er gleich tot ist. Und die Katze liegt. Ah ja, da hat Mathilde einfach irgendwie Zeug auf deinen Platz gelegt, ne? Auf deinen PC-Stuhl. Aber die Katze hat so einen alten PC-Stuhl von uns. Quasi. Und da hat sie jetzt Uhu-Kleber runtergeschmissen. Ja, was packt Mathilde da auch? Ihr Papierkram und Uhu-Kleber auf dem Katzenplatz, ne? Selber schuld. Da darf die Katze das auch runterschmeißen. So, können wir... Oh, du musst... Du musst ein bisschen näher rankommen. Vielleicht... Nee, reparieren kannst du dann nichts mehr, mein Freund. Die schicke ich gleich weg. Du kannst auch nicht reparieren. Es geht wohl nur einmal. Zerstörter Blitzbogen. Solange die Stellung aktiv ist, Blitzbogen, ja, mehrere Strahlen geteilt. Alle feindlichen, okay. Testen wir mal. Ja, geteilt, alle feindlichen Schimmel maximal. Ja. Gemäher erleidet 100. Boah. Sieht irgendwie nichts. Jäger. Blitzschlag geht nicht. Was machst du, mein Freund? Ja, ich glaube, die schicke ich zurück. Komm. Er kriegt's echt nicht geschissen. Tja, wird einfach nicht. Erstmal auf den da. Okay, jetzt dürft ihr alle. Alle Mann. Auf den letzten da. Ja, die Waffen machen nicht so viel Schaden, wie ich erhofft habe. Für sowas habe ich ja gern Torpedos genutzt oder bei den Tyranniden den Rammmanöver. Damit die schnell Geschichte sind, aber. Ah, wollen wir Ramm? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass die Necrons für Ramm ausgelegt sind. Allein diese Geschwindigkeitsgeschichte ist da was ganz anderes. Blitzeinschlag. Oh, machen wir mal. Blitzeinschlag. Aua, das sollte jetzt erledigt sein. Mission complete. Was ist das? Das ist doch eine Necron oder Chaos, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es war vom Chaos. Ne? Hm. Endlich. Ruhmstufe 2. Ah. Ich habe sie soweit taktisch zurückgezogen. Na, Flottenkapazität auf 450. Führung und...
größere Schiffe. So, könnte man... Was hast du da noch frei? Das sind aber auch... Das sind ja nur... Ein kleines Escortschiff. Würde aber diesmal passen... Mal kurz rein. Noch ein größerer, ja. Ah, hätte ich auch schon gerne, aber wir haben 52 und wir kriegen keinen. Keinen einzigen. Wir können da auch wahrscheinlich gar nicht, ne? Hahaha. Na egal. Zug beenden. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt eine neue Flotte. Eine nämlich mit einem großen Schiff und haben wir nicht. Was ist denn da für eine Fähigkeit? Pyramidaler Wiederaufbau. Bricht sofort alle leichte kritischen und schweren kritischen Effekte auf verbündete Necron-Schiffe im Radius. Ah, Skarabeus-Schwarm. Ich liebe ihn. Transdimensionale Blitz. Feuert eine Blitzkugel ab. Alle Schiffe, die es trifft, in der Flugbahn 200 Schaden. Ah, so ein Risikoding. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier was bringt mit dieser Pyramide. Kann man nicht so recht entscheiden. Ach, Qual der Wahl, ey. Ich versuche die Kugel. So. Dann haben wir noch ein bisschen Platz. Haben wir noch Geld? Ah, fuck it. Ah, scheiße. Mann, das ärgert mich. Ich hätte nämlich so ein Schiff jetzt gerne mal langsam. Aber nein, genau das kriege ich nicht. Shit. Oh, was haben wir denn hier? Zerstreuter Blitz. Dann nehme ich noch ein Schiff mit Skarabeus-Schwarm. Kettenblitz ist nicht schlecht, aber ich finde den Skarabeus-Schwarm... Wo war denn der mit dem Skarabeus-Schwarm? Hm? Das ist eine Heldenfähigkeit und die kriege ich nicht. Ist ja doof. Tja.
Was nehmen wir denn da? Na komm, kriegst du den teuren. 67. Tja. Eins, zwei. Ah, egal wo ihr steht, also ihr werdet irgendwie nicht richtig repariert. Ich schicke euch erstmal hier zurück. So. Wenn wir mal trotzdem gucken, was dieser Sektor bringt. Solarsammler, oh, bringt Ressourcen. Uiuiuiui. Dann nehmen wir den nochmal, oder was bringt der hier? Dynastie, Landeplatz 30. Bringt 40. Aber den könnte man doch eher verlieren. Ich nehme einfach mal hier. Ach ja, einen Fähigkeitspunkt haben wir ja auch noch. Ja, Bewaffnung finde ich noch so ein bisschen schwach. Lebenspunkte für Eskortschiffe. Triebwerke, ja, hier könnten die echt mal Triebwerke gebrauchen, ey. Was haben wir noch? Weltrichtbrücke? Wildschlag, 4000 plus. Achso, eine Reichweite, okay. Stabiler Pulsarkern, der durch den Sternpulsarengenerator verursachte Schaden. Gilt für Schiffe mit Sternpulsar. Ich glaube, das ist hier die größere Fraktion. Die wir haben, haben wir das noch nicht. Der leichten Kreuzer. Der Schaden, den die Waffen des Schiffes an feindlichen Schilden anrichten, wird um 10% erhöht. Die Aktivierungsverzögerung der Rumpfkauternisierung betroffener Necron-Schiffe wird um 10 Sekunden erhöht. Das Holofeld, / Schattenfeld der Aldari, gibt 3 Schaden und die Regeneration ist für 10 Sekunden blockiert. Ich weiß nicht. Erhöht die Chance, kritischen Schaden von Blitzbögen um 100% an feindlichen Schiffen, die mit Hilfe von Scannerfertigkeit gekennzeichnet wurden. Hm. Ach, es ist alles nicht so der Hammer irgendwie. Hm. Ja, was nehmen wir? Hm. Ich gehe wirklich mal hier auf Blitzschlag, ne? Weil wir haben so Möglichkeiten, Blitzschlag zu verbessern. Das heißt, wenn wir die hier so ein bisschen verbessern und den, dann wird Blitzschlag echt mächtig. Kümmern wir uns da so rum ein bisschen. Und Zug beenden. Oh. Jetzt kommt er mal aus dem Knick. Das ist doch schön. Das freut mich doch. Dringlichkeit. Ja, das ist mir jetzt scheißegal. Das freut mich doch. Das freut mich doch richtig. So. Wähle ich das hier ab. Kommt in 2 Runden, Mensch. Da kann ich ja noch echt hier alles einkaufen. Bauen wir uns eine Waffenplattform. Dann lasse ich den ja erstmal kommen. So. Den müssen wir noch reparieren. Achso, und der hat ein Schiff verloren.
Oh. Hab ich echt ein Schiff verloren? Was habe ich verpasst? Ah. Kann eh nichts dahin bauen. Ist ja quasi mein Anführer, der hat ein Schiff ihm verloren. Der Herr mit dem Skarabäus-Schwarm. Die sind immer noch da, ne? Kava Drift. Da fehlt uns das Geld. Aber die bringen, sind 280, ne? Ich warte noch eine Runde mit dem Geld und versuche nochmal so einen großen zu kaufen. Der könnte sich auch hier regenerieren. Nicht so richtig. Gut, ich mache jetzt erstmal Zug beenden und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal. Geht es dann hier weiter. Die nächsten ein, zwei Runden kann ich ja so mal fortführen. Das tut ja keinen weh. Und dann greift das Chaos an. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Es würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.